Südamerika ist die Heimat dieser kleinen Buntbarsche. So sieht es am Fundort der Aureocephalus in Französisch-Guayana aus. Die Tiere halten sich hauptsächlich im Pflanzendickicht auf. Diese Fische habe ich vom Fundort mitgebracht. Rechts das Weibchen und links das Männchen. Goldkopf-Nanakara ist wirklich eine treffende Bezeichnung. Hier eine kurze Filmsequenz. Sie zeigt, dass das Weibchen gern geschützte Höhlen annimmt. Es ist für das gelegentlich vom Männchen bedrängte Weibchen vorteilhaft, wenn der Höhleneingang so eng ist, dass das größere Männchen keinen Zutritt mehr hat. Die Eier werden trotzdem befruchtet. Wie aber die folgende Bildserie zeigt, ist Aureocephalus eigentlich ein Offenbrüter. Zur Brutpflege legt sie ein schachbrettartig gemustertes Kleid an. Hier sind die Kleinen bereits geschlüpft. Sie werden aber nicht, wie von Anomala gewohnt, in einer Grube am Boden abgelegt. Die Mutter klebt die Kleinen an die Wand dieses Steins. Kleine Haftdrüsen am Kopf der Larven machen dies möglich. Eifrig wird die Brut befächelt. 5 Tage nach dem Schlupf schwimmen die Kleinen frei. Mehr zu diesem Thema können Sie auf meinen Webseiten nachlesen.